Mobile Geek's coverage of MWC 2015 is powered by ASUS. Hey, wir sind natürlich immer noch auf dem MWC 2015 unterwegs und ja, den Kandidaten kennt ihr vielleicht schon. Motorola hat uns leider beim Sample verschicken ein bisschen vergessen und wir haben uns deswegen mal hier zu Qualcomm an den Stand begeben. Bei Lenovo bzw. Motorola ist es ja leider extrem laut und gar nicht mal so angenehm, dort zu arbeiten. Jedenfalls haben wir hier das neue Moto E in der LTE-Version, die in Europa auch demnächst mal starten soll. In den USA ist sie gerade gestartet. Gestern sollen die ersten Geräte ausgeliefert worden sein. Und ja, im Prinzip hat sich da einiges getan, zum Guten definitiv, denn dieses Gerät kommt ab 129 Euro, soweit ich informiert bin, auf den Markt. Und es hat weiterhin ein 4,5 Zoll großes Display. Die Auflösung liegt bei 960x540 Pixeln. Das Panel ist allerdings ein Stückchen heller geworden. Wir können ja mal hier gucken. Ja, es ist jetzt schon auf Maximum. Wir sind hier auf dem Messestand. Ich habe auch noch meine Lampe an. Dementsprechend sieht man, dass das Panel deutlich heller ist als beim Vorgänger und somit etwas angenehmer zu sein dürfte zu verwenden. Es dürfte damit auch im Freien besser funktionieren als bisher zumindest. Ansonsten ist natürlich weiterhin ein IPS-Panel. Die Blickwinkel gehen jetzt soweit auch vollkommen in Ordnung. Da gibt es absolut nichts zu meckern. Es ist außerdem, ja, man hat hier auf den Streifen unten verzichtet, also auf diesen angedeuteten Lautsprecher, den es beim ersten Modell, glaube ich, gab. Oben ist jetzt nur noch ein einzelner Lautsprecher, wie gesagt, angebracht. Ansonsten haben wir hier Android 5.0.2 Lollipop in praktischer Reihenform drauf. Das heißt also, hier sind nur ein paar ganz wenige Motorola-Apps, zum Beispiel Motorola Alert da oben. Und das war es auch schon. Migrate Moto gibt es noch dazu. Und im Grunde ist das ansonsten komplett ein unverändertes Android, was hier läuft. Und das Gerät ist weiterhin natürlich an Einsteiger gerichtet. Ist jetzt vom Gehäuse her nicht viel anders geworden. Es gibt allerdings jetzt ein bisschen ein geändertes Design in der Hinsicht, dass man diesen umlaufenden Ring, das hat hier so eine gummierte Struktur, in verschiedenen Farben kaufen kann und vor allem auch austauschen kann. Lässt sich ganz einfach abnehmen, ist jetzt bei dem Demo-Gerät hier natürlich etwas schwierig. Da kann man dann den Rahmen austauschen, man kann auch die Rückseite abnehmen. Man kommt allerdings nicht an den Akku ran, denn der ist weiterhin fest verbaut. Es gibt einen SD-Karten-Slot zur Erweiterung, der ist dann auch darunter verborgen und es gibt auch eine Dual-SIM-Version von diesem Telefon, sodass man auch da jetzt per Multisim arbeiten kann und praktischerweise ja dann auch per LTE surfen in dem Fall. Unter der Haube steckt jetzt hier der Qualcomm Snapdragon 410, das ist der neue 64-Bit-SoC von Qualcomm, der mit 1,2 GHz arbeitet und der ermöglicht auch bei den in Europa eingeführten Geräten dann eben auch die LTE-Konnektivität. In Brasilien gibt es noch eine Variante ohne LTE, dafür aber dann mit einem digitalen TV-Tuner, was ja auch eine sehr interessante Sache ist, aber damit hält man sich in Europa weiterhin zurück. Ein weiterer Vorteil übrigens des abnehmbaren Rahmens hier ist, dass man da auch die Flipschalter draufsetzen kann und das Gerät dann gut und eigentlich bestens geschützt ist und bleibt. Was die Kameras angeht, die wir hier auf der Front haben, ist die eine Kamera, das ist eine VGA-Cam, ist ein bisschen enttäuschend, aber vielleicht geht es ja dann bei der nächsten Generation ein bisschen höher. Auf der Rückseite haben wir eine 5-Megapixel-Kamera, weiterhin ohne Blitz leider, aber immerhin mit einem Autofokus und ja, die Bildqualität muss man dann im Test sehen, wie die aussieht. Am oberen Rand sitzt natürlich euer 3,5 mm Klinkenanschluss. Am Rand hier oben haben wir den Ein- und Ausschalter und darunter die Lautstärkewippe. Die wackelt so ein kleines bisschen beim Powerbutton, sieht ein bisschen besser aus. Am unteren Rand dann noch der Standard Micro-USB 2.0 Anschluss und das war es im Grunde auch schon. Von der Form soweit unverändert. Das Gerät ist weiterhin 145 Gramm schwer, also relativ schwer und mit 12,3 mm auch nicht unbedingt dünn, aber es fällt jetzt hier nicht so auf, weil man eben diese geschwungene Form hat. Das Gewicht und die Dicke haben einen gewissen Grund und der heißt einfach Akku, denn Motorola lässt sich hier nicht lumpen und verbaut mal eben den 2390 mAh großen Akku, der ja mit so einer ordentlichen Leistung dann bei einem 4,5 Zoll großen Smartphone natürlich für ungefähr 24 Stunden Laufzeit sorgen soll, sagt zumindest der Hersteller. Aber selbst wenn er das nicht tut, dürftet ihr mit diesem Gerät länger im Netz unterwegs sein können als mit vielen anderen Telefonen. Denn das kleine Display oder relativ kleine Display und die sparsame CPU machen eben mit dem großen Akku in Kombination eine sehr, sehr lange Laufzeit möglich ohne Probleme. Das war ein kurzer Blick auf das neue Motorola Moto E in der 2015er Version sozusagen, die unter dem Codenamen Styx auf den Markt oder beziehungsweise entwickelt wurde und jetzt auch dann tatsächlich mal im Handel erhält. Mobile Geek's coverage of MWC 2015 is powered by ASUS.